Jossos und willkommen zurück zu FIFA 17 Karrieremodus mit der AS aus Frankfurt mit dem Minus. Und wir gehen heute ins DFB-Pokal Viertelfinalspiel gegen Heidenheim und danach spielen wir noch gegen den VfB Stuttgart in der Liga. Und ja, wir sind wie schon in der letzten Saison, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, im Viertelfinale angekommen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich die Saisons davor im DFB-Pokal nicht simuliert hätte. Wir hätten wahrscheinlich schon weiterkommen können, als wir es eigentlich geschafft haben. So, das wird die Ausstellung sein, mit der wir gegen den FC Heidenheim antreten werden. Und ich meine, man sieht sofort, was ich eigentlich vorhaben werde. Und zwar komplett durchrotiert. So, die Leute, die, oder die Spieler, die in dem Kader sind, die jetzt nicht so oft gespielt haben, werden auf jeden Fall jetzt hier spielen. Bin ja mal gespannt, was Van der Werf so macht und nebenbei, was unser Cedric hier macht. Ansonsten, ja, halbwegs gestandener Gaudino ist dabei. Unsere Nachwuchsinnenverteidigung ist dabei. Dann unser den hier Henrys, den wir ausgeliehen haben von Leverkusen, ist auch dabei. Und auf der Bank ein Asensio, ein Fabian, Otschipka, Mascarell und natürlich unsere Nummer 1 eigentlich, Radetzky. Denn wir spielen den Pokal mit Becker. Ich denke, verständlich, bei so einem Spiel vor allem. Aber man darf die Heidenheimer nicht unterschätzen und ich glaube, das ist genug gesagt. Wir gehen jetzt einfach ins Spiel und ja, wir sehen uns sofort wieder. DFB-Pokal, Viertelfinalspiel. Wir spielen zu Hause gegen Heidenheim und ein vermeintlich einfacher Gegner, würde man behaupten. Vermeintlich, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, man weiß nie, was passiert. Und wenn man sich so die anderen Spiele im Viertelfinale anguckt, dann werden wir hier schon sehen, dass wir sehr viel Glück gehabt haben. Ich meine, es gab Bayern und Hamburg und Hertha, Fürth, Sandhausen und Mainzer. Und wir hätten, ja, eigentlich hätte man mit sehr viel Glück auch die Bayern bekommen können, haben wir aber nicht. Und ich meine, wir können auch glücklich sogar sein, dass wir die nicht bekommen haben. Denn, ach, ja gut, Spielerdebüt. Ich meine, da haben wir ein paar andere Spielerdebüts noch in dem Kader, die heute stattfinden. Und dann gehen wir auch ins Spiel von links nach rechts in der ersten Halbzeit gegen in Schwarz und Weiß und wir spielen gegen Rot-Heidenheimer. Stark macht von den Frankfurter Maric auf Van der Werf und Kevin Müller. Heller hält ihn bei nochmal ins Spiel, aber Chance vertan. Gaudino hat viel Platz, kann flanken. In der Mitte ist Van der Werf, der setzt sich da durch, aber drüber. Maric. Schön gespielt auf Heller. Marcel Heller mit dem 1:0. 45. Minute, die Frankfurter gehen in Führung. Das war schön herausgespielt. Maric sieht die Lücke in der Innenverteidigung und dann hat Kevin Müller keine Chance, diesen Schuss von Marcel zu halten. Beziehungsweise vielleicht schon mal, hätte vielleicht noch nach rechts von seiner Perspektive ausspringen können und den Ball eventuell bekommen können. Stattdessen bleibt er in der Mitte und wir gehen in Führung. Ist auch eigentlich verdient, denn wir haben das Spiel auf jeden Fall gemacht und von Heidenheim kam nicht viel. Und mit dem Halbzeitpfiff gehen wir dann auch mit einer Führung in die Pause. War schön herausgespielt von Van der Werf, der auf Maric gespielt hat. Maric hat dann die Lücke in der Innenverteidigung gefunden und dann ist Heller durch gewesen, hat nur noch abschließen müssen. Und dadurch führen wir. Fehlpass Gaudino, ganz, ganz schrecklicher Pass. Tomala auf Bart Finne. Immer noch der kleine Bart Finne. Becker kann abklatschen und der Ausgleich. Da sah die Verteidigung ganz schlecht aus. Das hat angefangen mit dem Fehlpass von Gaudino. Und endet damit, dass Herbert Becker den Ball einfach nur abklatschen lässt und dann ist der Weg frei für den Heidenheimer. Und zwar für Teuerkauf.
der den Ball praktisch noch einschieben muss. Und eigentlich gegen den Spielverlauf dieses Unentschieden hier. Finne. Und was für ein Tor. 2-1 Heidenheim. 81. Minute Bart Finne. Und was für ein Ding. Der ist unhaltbar, da kannst du nichts machen und das ist komplett gegen den Spielverlauf. Frankfurt hat hier das Spiel dominiert. Zwar mit wenig Torchancen, aber hat hier das Spiel gemacht und Heidenheim kontert uns einfach aus. Uns bleibt noch ungefähr 10 Minuten Zeit, das Spiel umzudrehen oder beziehungsweise zumindest in die Verlängerung zu kommen, das wäre das Mindeste. Wieder Henrichs. Wieder über die linke Seite. Spielt in den Rückraum. Van der Werf. Schön weitergeleitet auf Fabian. Direkter Gegenzug 2-2. Schön herausgespielt. Von den Frankfurtern über Henrichs, der in den Rückraum spielt auf Van der Werf, der nochmal, glaube ich, zu einem anderen Frankfurter ablegt. Der sieht dann Fabian und der ist dann völlig frei und muss nur noch einschieben in die linke untere Ecke. Und wir gleichen aus. Und damit gehen wir mal wieder in die Verlängerung, was den DFB-Pokal betrifft. Nochmal 30 Minuten Verlängerung hier. Und die erste Halbzeit dieser Verlängerung läuft. Und Mascarell mit dem Schuss, aber Kevin Müller ist da und pariert für Heidenheim. Ecke Marco Fabian in 16er. Mascarell, Dietrich. Man findet keine gute Anspielstation. Vukoya nochmal mit dem Schussversuch und dann ist die Van der Werf da. Da taucht er plötzlich vom Tor auf und hat hier die Möglichkeit zum 3-2. Aber die Heidenheimer sind immer noch im Spiel. Auf Roussel, da ist Van der Werf, der ist völlig frei vom Tor. Hat oben aber Heller gesehen. Marcel Heller! Und das war die erste Halbzeit der Verlängerung und wir haben hier deutlich den Ton angegeben. Und dann die Heidenheimer mit einem Fehlpass. Da ist Vukoya, der sieht Fabian! Traumtor! Es hat sich angedeutet und es ist jetzt passiert, es war überfällig. Marco Fabian mit dem 3-2 und das Spiel ist gedreht. Doppelpack. Da kriegen die Heidenheimer den Ball nicht aus dem Strafraum raus und dann viel, viel Platz für Marco Fabian, um den Ball da in den Winkel zu zimmern. Da ist Kevin Müller chancenlos. Da kann er gar nichts machen. Das ist noch schöner als das Tor von Bart Finne, muss man sagen. Weil der Ball einfach genauer in den Winkel geht als der von Finne, als der Heidenheimer. Jetzt die Konterchance für die Frankfurter. 3 gegen 2 Überzeitsituation über Van der Werf. Van der Werf, aber der Abschluss ist zu schwach. Und das war's. Wir sind im Halbfinale. Was für eine spannende Partie im Endeffekt. Dass wir das im DFB-Pokal immer so spannend machen müssen, verstehe ich zwar generell nicht, aber im Endeffekt schon ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Denn wir haben über weite Strecken viel getan, sehr viel getan im Vergleich zu den Heidenheimern. Und ich glaube, mit Marco Fabian, mit der Einwechslung, habe ich alles richtig gemacht. Chapeau. Wir gewinnen 3-2, wie schon gerade gesehen, und die Bayern gewinnen 2-0. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auf die Bayern treffen. Und die anderen beiden Spiele sind noch nicht gespielt. Mal gucken, was wir so im Halbfinale treffen oder was wir so bespielen dürfen. Stjepan Maric, ich bin glücklich, für die erste Mannschaft zu spielen. Danke. Kein Problem. So, Angebot von Wales lehne ich ab. Und ich muss eben mal ganz kurz auf etwas hinweisen. Und zwar haben wir wir haben erstmal 1 Million bekommen für den DFB-Pokal, fürs Weiterkommen. Und dann was anderes. Und zwar ist unsere
Wertung, unsere Managerwertung oder Trainerwertung oder wie auch immer man das nennen darf, zum allerersten Mal bei den 90ern angekommen. Glaube ich zumindest, dass das so ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir haben zum allerersten Mal da oben eine 91 stehen. Und jetzt gucken wir erstmal nach, gegen wen wir im DFB-Pokal spielen dürfen. Wir kriegen die Hertha ab, die 2-1 gegen Greuther Fürth gewonnen haben. Und die Hamburger dürfen gegen die Bayern ran, die 2-1 gegen Sandhausen gewonnen haben. Fragt sich, dürfen sie zu Hause spielen oder doch auswärts? Ich hoffe mal auswärts, weil dann gibt es ein schönes Torspektakel, würde ich behaupten. Jo, auswärts, die Hamburger dürfen auswärts ran. Also das mit dem Torspektakel ist natürlich nur der Fall, wenn das jetzt in der Realität wäre, weil dann gibt es eine 8-0-Klatsche oder so. Ne, After Eight, wir verstehen uns. Aber das ist halt nur. Das ist halt leider FIFA. Ich hätte schon gerne Klatsche für die Hamburger gesehen, aber. Ja, oder zumindest was sie gemacht hätten, wenn das in der ersten Saison der Fall gewesen wäre. Sind ja mittlerweile Sechster und wir spielen jetzt gegen den Tabellen-13. Aus Stuttgart, aus dem Schwabenland, was auch immer. Ja, wir müssen logischerweise gewinnen, damit wir Leverkusen da schön weiter, wie soll ich sagen, an den Eiern kleben. Kann man das so sagen? Ich glaube einfach mal ja. Alles andere, keine Ahnung. Im Hinspiel gab es ein 0:0 zu Hause. Und ich werde jetzt die Ausstellung machen, dann sehen wir uns gleich sofort wieder, wenn wir die Ausstellung so mal durchgehen. So, das ist unsere Ausstellung, mit der wir gegen den VfB Stuttgart antreten werden. Wie wir wahrscheinlich schon sehen, ist das die Ausstellung, mit der wir wahrscheinlich schon in den im Spiel gegen Schalke angetreten sind, glaube ich. Oder so ähnlich. Schon ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Jedenfalls eigentlich unsere Startformation, wenn man Gacinovic mal da rausdenkt, weil normalerweise müsste Konaté spielen, aber der ist noch verletzt. Und eigentlich die komplette linke Seite, wenn man so ehrlich ist, denn Willems ist ja auch noch verletzt, beziehungsweise angeschlagen, eher gesagt. Und deswegen haben wir hier Oczipka stehen. Und ja, das ist die Ausstellung, mit der wir gegen den VfB spielen und dann sehen wir auch uns sofort im Spiel wieder. Spieltag Nummer 20, wir sind zu Gast beim VfB Stuttgart und mit guten Vorzeichen oder wie auch immer gehen wir in diese Partie, denn wir haben in den letzten. Müssten sechs Spiele sein, die wir in der Bundesliga noch nicht oder nicht mehr verloren haben. Und wir spielen gegen den Tabellen 13. Und das ist so eine Sache bei uns. Wir spielen gegen die guten Mannschaften, spielen wir super, aber gegen die etwas weiter unten platziert sind, spielen wir so mittelmäßig. Bis schlecht sogar. Und das ist eigentlich so und mit einer der Hauptprobleme, die wir haben. Mit neben der Chancenverwertung an sich. Und ja, gegen den VfB war es in den letzten Saisons immer sehr schwer. Ich glaube, es gab einen Sieg, ein knapper Sieg, wenn dann, und der Rest war, glaube ich, unentschieden, wenn ich richtig liege. Könnte ich rein theoretisch jetzt auch nachgucken. Moment. Haben wir gleich. Yep. 0-0, 1-0 und dann nochmal 0-0. Also drei Spiele insgesamt gegen die Stuttgarter gehabt. Und ja, mal gucken, ob wir das hier nochmal ändern können. Vielleicht wieder so ein 1-0 oder so würden wir reichen. Und dann gehen wir auch ins Spiel. Wir von rechts nach links in Rot, während die Stuttgarter in Weiß umherlaufen. Ecke Stendera. Geht Richtung Ezeci, der köpft und der geht knapp am Tor vorbei. Etwas abgefälscht. Die Stuttgarter bekommen den Ball aber trotzdem nicht richtig weg. Stendera abgefälscht. Und es gibt Eckball. Ecke kommt und das Bell. Schöner Ball von Ruben Neves. Ball kommt in die Mitte und da ist Seferovic. Ruben Neves mit dem Freistoß. Der geht Richtung Ezeci. Und es gibt Elfmeter. Elfmeter für Frankfurt. Und das sah nach Jean Zimmer aus, der da den Elfmeter verursacht hat. Ah, ich glaube, ich bleibe bei Seferovic. Seferovic ist, glaube ich, eine gute Wahl. Wir machen es einfach mal. Und Seferovic trifft zum 1:0 für die SG.
Das ist schon längst überfällig gewesen, dieses 1:0, denn vor allem in den ersten 15 Minuten totaler Druck der Gäste. Und von Stuttgart kam bis auf eine gefährliche Flanke, die direkt bei Radetzky landete, nicht wirklich viel. Deswegen geht dieses 1:0 auch, oder ist dieses 1:0 auch verdient? So viel ist jetzt nicht passiert. Und Riesenmöglichkeit für die Stuttgarter. Über Jean Zimmer und Radetzky entschärft diesen Schuss, der Halbzeitpfiff ertönt. 1:0 für die Frankfurter und oder für die Frankfurter und das ist verdient. Wie schon gerade eben beim Tor gesagt, es kam von Stuttgart jetzt nicht viel. Jetzt gerade eben noch eine Chance für die durch Zimmer, aber alles, was die Frankfurter gemacht haben, waren gefährlichere Chancen als das. Deswegen geht das auch verdient. Schöner Ball auf Gustavsson. Bell kriegt den Ball nicht raus. Und Radetzky mit der Parade. Gacinovic, da ist Gray. Gray, 2:0. 66. Minute, Gray mit dem 2:0 für die Frankfurter. Das war schön herausgespielt. Über Gacinovic und fast schon eine Kopie von dem 2:2 im Spiel gegen Heidenheim von Marco Fabian. Nur, dass der gute Fabian wesentlich freier stand als Gray in diesem Moment. Und da können wir auch mal eine Runde applaudieren. Ich finde, das Spiel ist ein ziemlich gutes Spiel von uns. Nur wir könnten rein theoretisch noch höher führen. Am Endeffekt ist es aber egal, wie hoch wir führen, aber Hauptsache wir führen. Gustavsson und Radetzky ist da. Gray mit der Flanke und da ist Asensio. Wieder Gray. Pfosten. Und der Ball ist im Endeffekt von Gral gerettet worden. Also das war eine riesige Möglichkeit für die Frankfurter. Die Frankfurter spielen weiter nach vorne. Über Verbitsch. Verbitsch. Wieder Gral. Asensio holt den Ball von der Linie und da ist Gray wieder. Gral lässt wieder nur abklatschen. Also was ist da hier los? Und das war's. 2:0 gewinnen die Gäste hier im Spiel gegen die Stuttgarter. Und das hätte auch rein theoretisch noch höher ausgehen können als so 2:0. Mann, was wir für Chancen vergeben haben, ist wieder der Wahnsinn. Aber im Endeffekt ist der Sieg das, was zählt und nicht, wie hoch man gewonnen hat. Und ich bin mit der Leistung sehr, sehr zufrieden. Eventuell hätten wir nur die Chancen halt besser verwerten müssen, aber im Endeffekt kann man sich nicht alles wünschen. Leverkusen hat 5:0 gegen Freiburg gewonnen und das zeigt, wie offensiv stark die sind. Ich meine, die haben satte 16 Tore mehr geschossen wie wir. Dafür haben wir aber 6 Tore weniger kassiert und das ist im Endeffekt auch eine wichtige Bilanz. Wir sind weiterhin ein Punkt hinter den Aspirintabletten, könnte man meinen, aber man darf ja nicht so gemein sein eigentlich. Köln ist zum wiederholten Mal abgerutscht auf einen Abstiegsplatz. Ingolstadt hat sie überholt. Aber nur für kurze Zeit, denn die Kölner spielen noch. Und deswegen simulieren wir mal eben erst das Training, dann weiter nach vorne. Maric verbessert sich auf eine 66. Der Junge wird immer besser. Blicken wir doch mal eben ganz kurz auf die Tabelle. Und da sehen wir, dass Köln nur einen Punkt geholt hat und damit weiterhin im Abstiegsbereich bleibt. Dann die Dortmunder konnten nicht gewinnen und sind dann dadurch 3 Punkte hinter den Bayern und 4 Punkte hinter uns, 5 Punkte hinter Leverkusen. Wolfsburg hat ebenfalls nicht gewonnen. Aber die Hamburger haben, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Gucken wir nochmal eben ganz kurz nochmal drauf. Im Endeffekt haben wir gerade eben, oder werde ich gleich eben mal ganz kurz auf die Torjägerliste eingehen und sagen, dass Kevin Volland einfach mal so 16 Tore geschossen hat.
für die Leverkusener. Sprich, das sind die 16. Also wenn die Kevin Volland nicht hätten, dann wären die jetzt bei der genau selben Torstatistik wie wir. Die Hamburger haben gegen die Hertha gewonnen. Dortmund hat nur unentschieden gespielt gegen Köln. Und Wolfsburg hat 1-0 gegen Ingolstadt verloren. Also das ist das, wo die vermeintlich Top 5 der Liga aktuell ausgerutscht ist. Beziehungsweise die zwei Mannschaften. Und mit dem Blick der Tabelle werde ich jetzt erstmal Tschüss sagen und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.